Die unterschiedlichen CAN-Bus-Systeme in unseren Fahrzeugen müssen aber auch untereinander kommunizieren können. Das heißt, sie müssen verbunden werden. Das geht aber nicht einfach durch Kabel. Man könnte ja denken, aha, ich verbinde den einen Bus mit dem anderen, jeweils zwei Kabel, sondern da wird ein Gateway dazwischen geschaltet, eine Umschaltstation, nenne ich mal so, weil die unterschiedlichen Bussysteme arbeiten auf ganz verschiedenen Prinzipien. Ihre Daten können nicht einfach so miteinander kommunizieren. Das übernimmt im Fall des Falles das Gateway. Ich nenne ein Beispiel. Im Highspeed-Bus finde ich ja das Signal der Geschwindigkeit. Im Low-Speed habe ich das Signal für die Fenster- und Türschließer. Ich möchte zum Beispiel, dass meine Türverriegelung ab einer bestimmten Geschwindigkeit ausgelöst wird. Meinetwegen bei 5 km/h, 10 km/h. Bei vielen Fahrzeugen ist das der Fall. Dann kommt das Signal vom Highspeed-Bus über das Gateway angepasst an den Low-Speed-Bus und es funktioniert. Bei Auslösung des Airbags zum Beispiel kommt das Signal vom Airbag auch in das Low-Speed-Netz, weil ich möchte dort ja die Fenster öffnen, um den Dampf der ausgelösten Airbags abziehen zu lassen. Das gleiche umgewandelte Signal, was in Gateway umgewandelt wird, geht aber auch in den Mostbus, weil ich möchte gleichzeitig aktivieren mein Notrufsignal über die Telefonkommunikation. Und Sie sehen, die Verbindung ist schon wichtig. Sie geht auch in die andere Richtung, dass zum Beispiel bei steigender Geschwindigkeit mein Radio oder Telefonlautstärke erhöht wird wegen der Fahrgeräusche. Also reine Komfortsachen, da kann ich viele Ideen haben und viele Spielereien realisieren. Diese Übertragung zwischen einzelnen Bussen im Gateway geht es aber nicht beliebig, sondern da wird schon kontrolliert, ist das Signal, was hier ansteht, wichtig für den anderen Bus oder ist das dort dann nur als Datenmüll zu finden und dann lasse ich das gar nicht erst durch. Das heißt, unsere Gateways haben eine Wandlungsfunktion, indem sie die Signale anpassen und sie haben eine Schutzfunktion, um andere Busse vor nicht benötigten Daten zu schützen. Und damit geht es gleich weiter zum nächsten Clip.